Ich heiße Jonas Schönfiel-Bär und habe im Rahmen der Kammermusikreihe diese Beethoven-Bearbeitung geschrieben für Jazz-Ensemble. Ich unterrichte hier an der Hochschule Saxophon und Komposition im Jazzbereich. Also dazu gekommen bin ich früh, indem ich einfach das Gefühl hatte, ich habe hier Ideen, die möchte ich gern reproduzierbar machen. Und das ist eigentlich genau der Punkt, der einen dazu zwingt, die irgendwie zu Papier zu bringen, damit man sie genauso nochmal und nochmal und nochmal wieder reproduzieren kann. Das ist, glaube ich, eigentlich so das Wesen der Sache, die eigentliche Idee dabei. Ansonsten könnte man ja auch durch die Gegend laufen und einfach spielen, spielen, spielen. Genau, und da hatte ich immer irgendwie so ein, das war mit 14, glaube ich. Also da fing ich an, Saxophon zu spielen und sehr bald danach habe ich mein erstes naives, pathetisches Stück geschrieben, wie das halt so ist in dem Alter, weil ich da irgendwie so einen Nerv für habe. Also der Ami würde sagen, it's in me. Ja, warum, weiß ich nicht. Einflüsse sind viele. Aus der Zeit, bevor ich Saxophon gespielt habe, eigentlich alles, was kein Jazz ist, sowohl Klassik durch meine Eltern, als auch im Grunde genommen das ganze Spektrum der Popmusik aus der Zeit durch meine älteren Geschwister, denen ich ewig dankbar bin für diesen Einfluss tatsächlich. Das kann man gar nicht oft genug betonen, wenn man damit groß wird. Und ich habe viel Musik gehört als Kind. Das war immer ganz wichtig eigentlich. Und als ich dann anfing zu spielen, habe ich gemerkt, wie viel da eigentlich schon in meinem Kopf war voll mit Musik. Das ist natürlich super. Also ich musste Musik an sich gar nicht groß kennenlernen. Da war mehr, als ich hätte spielen können. Und dann später, es kam mit dem Saxophon, kam dann eigentlich der Jazz erst dazu. Und jetzt rückblickend, also wenn ich jetzt wirklich zwei, drei Namen nennen müsste, die der wichtigste Einfluss sind, wären es Herbie Hancock, was günstig ist, weil der so viele verschiedene Sachen gemacht hat über die Jahrzehnte und die finde ich alle toll, fast alle. Carla Bley als Komponistin, die tatsächlich im Jazz-Kontext einen Anspruch an Komposition eigentlich umsetzt, wie wir ihn kaum kennen, also sehr, sehr ernsthaft. Auf jeden Fall. Und vielleicht Kenny Garrett als so der Saxophonheld. Das wären, glaube ich, die drei, die ich als erstes nennen müsste. Die Liste ist natürlich ewig lang. Ja, also, die Idee kam von Markus Becker. Tatsächlich. Das ist auch nicht das erste Mal. Immer mal wieder haben wir das Gefühl, das macht Sinn, im Rahmen dieser Reihe irgendwie sowas zu machen. So, und der Punkt ist so ein bisschen, dass ich eigentlich Beethoven gar nicht so gerne mag oder zumindest vieles nicht. Es gibt ein paar Stücke, die ich wirklich total bemerkenswert finde, aber es gibt auch wirklich vieles und auch so das Beethoven-Bild, das ist mir alles zu pathetisch und zu ernst und so weiter. Und so meine erste Reaktion auf Beethoven, wahrscheinlich auch, weil er so unbestritten unglaublich wichtig ist, ist eigentlich eher so, ah, Beethoven, ja komm, so, also wahrscheinlich sogar, um ein bisschen zu provozieren, ich weiß es nicht. Deswegen waren die Bagatellen natürlich ein super Vorschlag, weil die sind nicht so, das ist jetzt keiner von den Hits sozusagen, wo gleich alle wissen, ah, das Stück, sondern sind relativ unbekannt, glaube ich, zumindest dem Laien. Und genau, ich musste dann einfach diese sechs Bagatellen hören und hören und hören und hören, bevor ich eigentlich wusste, welches Format ich wählen würde für die Bearbeitung. Und das ist dann so alles zusammengefallen. Ich habe jetzt mich für diese Besetzung mit Rhythmusgruppe und drei Bläsern entschieden,
weil es die kleinste Besetzung ist, in der man wahnsinnig viele Facetten abdecken kann. Also sowohl klanglich, indem man jetzt die drei Bläserstimmen als Unisono kombiniert, aber wenn man jetzt harmonisch denkt und so maximal transparent und sagt, eine Stimme für jedes Instrument, hätte ich mit den drei Bläsern und dem Bass zusammen eine Vierstimmigkeit. Meistens denke ich, oft denke ich gerne in vier Stimmen tatsächlich und hab damit alles abgedeckt, habe aber auch kein Instrument, wo ich denke, der ist jetzt noch übrig. Welchen Ton kann der denn spielen, um es mal so ganz blöd auszudrücken? So, das ist also sozusagen 1:1 Anzahl der zur Verfügung stehenden Stimmen, um meine harmonische Sprache, die oft aus Dreiklang plus Basston, wenn der Basston nicht zu den Dreiklangstönen gehört, ist für mich eine wichtige Grundlage zumindest fürs Schreiben. Ich habe im Grunde genommen ja erst natürlich die Stücke gehört und nochmal gehört und nochmal gehört und nochmal gehört. Hab so ein bisschen nebenbei drauf geachtet, was so hängen bleibt bei mir als jemand, der die Bagatellen auch noch nicht kannte. Das ist natürlich eigentlich praktisch. Und habe dann irgendwann mir jeden Teil einzeln vorgenommen und den nochmal so mit Lupe gehört sozusagen und geguckt, okay, was sind die prägnantesten motivischen Abschnitte in dem Stück? Und die habe ich dann genommen und im Grunde genommen so eine Art neuen Kontext gesucht, in dem die funktionieren. Ich mag es sehr, wenn man, also, oder anders gesagt, sinnstiftend für ein Stück ist eigentlich immer die Melodie. So, das heißt, ich finde es gut, wenn es einem gelingt, dass die Melodie nicht verändert wird. Liegt irgendwie auf der Hand. Natürlich habe ich sie zum Teil verändert, aber ich habe sie, wenn dann, gestreckt, zum Beispiel in dem ersten Teil die Melodie, der tonale Verlauf und auch die Platzierung der Schwerpunkte, der Zieltöne und so weiter ist tatsächlich gleich geblieben. Aber es ist einfach wahnsinnig viel Space immer zwischendrin. Und also eine Veränderung auf rhythmischer Ebene, die dann auch oft schon sehr, sehr stark abstrahiert, mehr als alles andere, was man tun könnte. Ja, und so habe ich das Satz für Satz gemacht, eigentlich versucht, die Melodie beizubehalten, aber einen ganz anderen Kontext zu finden, andere Geste, andere rhythmische Verteilung, andere harmonische Umgebung, eigentlich, ja, nicht in allen, aber bei den meisten Sätzen. Und dann bis zu dem Punkt, wo man merkt, okay, dieses kleine Stückchen kriegt jetzt hier ein Eigenleben, sozusagen mein Eigenleben, um mich zu lösen von der, ja, vor allem von der Form. Am Anfang dachte ich, Gott, jetzt, dann kommt da die Durchführung und hier und dann geht es dahin und dahin und hatte kurz das Gefühl, oh Gott, ich muss das irgendwie auch so verfolgen, wie Beethoven das getan hat. Das ist nicht möglich. Das geht, also kann man machen, aber ist dann vielleicht auch zu 1:1. So, das war nicht das, worum es mir ging. Und trotzdem wünsche ich mir natürlich so ein bisschen, dass der ausgewiesene Beethoven-Kenner, wenn er jetzt meine Bearbeitung hört, die Stücke identifizieren kann. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, müsste eigentlich gehen. Wenn das gelungen ist, dann bin ich froh mit dem Ergebnis. Gemeinsamkeit sind die melodischen Passagen, die ich ausgewählt habe. Und die hoffentlich diejenigen sind, die man am ehesten mit dem Stück verbindet. Also angenommen, man hat sein Leben lang gehört und hört gerade keine Musik und hat irgendwie so einen Ohrwurm, sozusagen die Abschnitte, die sich dann immer wiederholen, wenn man denkt, ah ja, Beethoven Bagatellen, schöne Stücke. Ah ja, du. So, das, was dann so hängen bleibt. Die wollte ich eigentlich wählen. Und die sind gemeinsam, alles andere tatsächlich nicht. Also wirklich nicht. Ich habe neue
ohne die Melodie zu verändern, andere tonale Zentren gefunden, andere Tempi, klanglich sowieso eine ganz andere Welt. Vielleicht hat es das sogar schwerer gemacht, weil man muss es ja erstmal begreifen, was ich vorher erwähnt hatte. Ich bin dann irgendwann tatsächlich ausgestiegen aus Beethovens Form, weil ich dachte so, nee, das ist zu sperrig. Ich wollte auch nicht jetzt meinen 6 Leuten da jeweils 10 Seiten Noten hinlegen oder irgendwie so. Ich wollte schon diese Form, die wir im Jazz mehr oder weniger verfolgen, dass man einen relativ kurzen Ablauf hat, den man dann improvisatorisch weiterverarbeitet, wollte ich beibehalten. Weil ich mich immer schwer tue mit diesem, was ja bei uns durchaus auch vorkommt, dieses wirklich 10 Minuten notierte Musik erstmal begreifen, üben, lesen und so weiter. Der Weg zu diesem Unmittelbaren, was man dann eigentlich haben möchte auf der Bühne, ist sehr, sehr lang. Klassiker wissen das, wie lang der ist. Ich habe da auch wirklich, also ich will das nicht bewerten. Ich habe da totale Hochachtung und finde nichts wichtiger, als dass man, auch wenn man aus dem Jazz kommt, diesen Prozess, der dahinter steckt, bis man Musik total verinnerlicht hat, kennenzulernen und wie langwierig das sein kann. Das finde ich sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Aber so für dieses, ja, wenn man jetzt sagt, Rhythmusgruppe, 3 Bläser stehen auf der Bühne und machen Musik in unserem Genre, wäre das in diesen Kontexten viel zu großer Ballast. So, da will ich, dass die relativ schnell sehen, ah, okay, hier A-Teil, B-Teil, C vielleicht, erste, zweite Klammer, klar, schon, ne, schon ein bisschen mehr als Songform, auf jeden Fall. Und dann hier Solo und nach den Soli passiert dann dies oder jenes, fertig, gut. So. Und der Rest ist hören. Was macht der andere? Was passiert? Wie ist das dynamisch und so weiter? Das war mir wichtig. Das ist das Allergrößte, muss ich sagen. Und zwar in genau der Kombination ist es noch, ja, ach, dann ist es sozusagen alles, was man sich wünschen kann. Also, erstens hört man das, was man sich überlegt hat. Zweitens klingt es meistens noch besser, als man sich erwünscht hätte. Und drittens darf man auch noch mitspielen. Also besser geht's nicht. Das ist, ja, gehört zu den schönsten Dingen, die man eigentlich erleben kann, muss ich wirklich sagen. Immer wieder. Das sind so die Momente, wo ich denke, ja, Komponist sein ist echt toll.